Ich befinde mich gerade in der wunderschönen Natur Schwedens. Das Survival- und Outdoor-Gefühl nochmal zu stärken, werde ich mich ab jetzt nur von dem ernähren, was ich finde oder fange. Außerdem werden wir hier auf den Seen und Flüssen mit dem Kanu unterwegs sein, werden dann irgendwo unser Lager aufschlagen, einen Schlafplatz bauen, Feuer machen und im besten Fall noch das gefangene Essen zubereiten. Auf diesem gesamten Abenteuer nehme ich euch natürlich mit, Freunde. Das Ding ist, wir sind hier schon einen Tag auf der Insel gewesen. Wir sind gestern hier angekommen, haben unser Lager auch gebaut und haben hier schon gepennt. Schau mal, Felix, der wollte diese Birke hier einfach umtreten. Mal schauen, ob der es schafft. Maschine! War schon knapp, oder? Da habe ich natürlich mit den Jungs mitgegessen. Jetzt ab heute, ja, wird es ein bisschen härter. Und ich habe gestern schon versucht, was zu fangen und ich ging leer aus. Hier war der erste Schlafplatz, hier haben wir gepennt. Da die Jungs, wir waren hier verteilt. Dann hier Schlafsack, Kissen habe ich mir zum Auflaufen geholt. Und dann habe ich das hier ein bisschen mit Tarp abgespannt. Aber heute werde ich mir natürlich ein bisschen mehr Mühe geben, um ein geileres Lager hier aufzustellen. Zuerst würde ich sagen, zeige ich euch mal die ganze Ausrüstung, die ich dabei habe. Erstmal das Wichtigste. Hier die Angel, hier, ich setze die auf Spinning, dass ich hier so ein Hecht fange oder irgendwelche Raubfische. Dann habe ich hier so ein Messer dabei, so Automesser von Moro. Moro Knife mit so einem Feuerstein. Damit ist man auf der sicheren Seite und kann immer Feuer machen. Dann habe ich hier noch so ein Schweizer Taschenmesser am Start, hier an der Schnur gesichert, damit es nicht verloren geht. Und noch ganz wichtig, das schwedische Original bisschen Mixspray bei der Jahreszeit, weil ihr wollt nicht von hier Stechmücken zerstochen werden. Um so eine Challenge vernünftig durchzuziehen, muss man klar beim Verstand sein. Was ist das Beste nach dem Aufstehen, was man machen kann? Natürlich Eis zu baden. Deswegen machen wir uns jetzt nackig und gehen ins Wasser. 5 Minuten, dann kommen wir raus. So Jungs, waren jetzt anstatt 5 Minuten, 7 Minuten, neuer Rekord, aber das Wasser war jetzt auch nicht so eiskalt. Wie hältst du das aus, ey? Ich würde mal sagen 7 bis 10 Grad Celsius, deswegen 7 Minuten. Jetzt sich auf jeden Fall erstmal am Feuer aufgewärmt, ist auch immer ganz wichtig nach dem Eisbaden oder wenn es kalt ist, immer in der Natur. Wichtig ist, dass ihr immer warm bleibt. Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir sind hier gerade hier auf dieser kleinen Insel, dann bauen wir auf entspannt unser Lager ab, packen alles ein und dann machen wir uns auf den Weg Richtung nächsten Lagerplatz und werden dort versuchen auch ein bisschen zu angeln und so weiter. Ich zeige euch natürlich alles. Das Wetter, Freunde, das Wetter spielt heute auf jeden Fall auch mit. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Wasser Richtung Lagerort, ja, am Paddeln und natürlich muss man hier auch was trinken. Das Geile hier in Schweden ist, du kannst hier nämlich einfach das Flusswasser direkt trinken oder das Seewasser besser gesagt. Das schmeckt auch nicht komisch, ist einfach rein, weil man muss sich dann nicht darum kümmern, irgendwie extra Wasser mitzunehmen. Du kannst hier einfach immer Seemitte rausfahren und so, am Ufer ist nicht so geil, aber Seemitte ist das Wasser schon ziemlich klar und ziemlich rein. Da sind am Ufer immer so Steine und sowas und Algen, man hat keinen Bock drauf, aber hier ist... Chock. Die Uhr zeigt 14.40 Uhr. Zu dem Zeitpunkt waren wir knapp 3 Stunden unterwegs und seit ganzen 17 Stunden hatte ich nichts im Magen. Keiner von uns hätte gedacht, dass es so lange dauern wird, bis wir beim nächsten Lagerort ankommen. Nämlich sind wir nicht durch normale Seen und Fjorde gepaddelt, wir mussten durch so ein Bibergebiet. Und Biber haben dort das gemacht, was Biber am besten können, nämlich Dämme gebaut und uns daran gehindert, da durchzukommen. Wir haben jetzt ein kleines Problem und zwar sind wir hier unterwegs in so einem Bibergebiet. Hier ist echt schwer durchzukommen. Schaut mal da vorne, das haben alles einfach die Biber gemacht. Guck mal hier, die ganzen Baumstämme, die hier drin sind. Da vorne, das ist fast eine Komplettsperrung, Alter. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, hinlegen. Pass auf, jetzt Ast. Ja. Langsam, mach langsam. Junge, was geht hier ab, Alter? Wir mussten teilweise über Baumstämme rüberfahren, sind öfter mal hängen geblieben und das Ganze mit einem leeren Magen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie die Laune an dem Tag war. Aber genau, so ist geil, ey. Nach 20 Kilometern sind wir dann endlich angekommen, waren froh, das Lager aufrichten zu können. Wir sind endlich auf unserer anderen Insel angekommen. Hier haben wir jetzt die ganzen Sachen ausgepackt und das Erste, was wir hier machen, ist ein bisschen Feuerholz zu sammeln. Wir machen gleich ein Feuer an direkt. Haben wir hier, was ich empfehle immer, guckt, dass ihr so Äste habt, die schon getrocknet sind, nie vom Boden aufheben, die sind immer nass. Aber hier so, die könnt ihr immer relativ leicht abreißen und dann hier ganz als Anzünder immer die ganz dünnen Äste und dann immer so strukturiert vorgehen, dass ihr erstmal die kleinen entzündet und dann immer dicker werdet. So kann das Ganze dann aussehen. Wir waren extrem lange unterwegs. Wir haben heute den Weg einfach komplett falsch abgeschätzt. Ist jetzt gar nichts gegessen, auch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu suchen, keine Bären oder zu angeln. Wir bauen hier jetzt unser Lager auf. Und zwar gehen wir so vor. Hier zwischen dem Baum wird Paracord gespannt. Paracord einfach so Seil. Und dann habe ich hier so eine Zeltplane als Windschutz. Tue ich dann hier hin und dann kommt da drunter ein Schlafsack. Beim Aufbauen des Schlafplatzes gehe ich so dabei vor, dass die Zeltplane zwischen den zwei Bäumen spanne. Wichtig ist, dass da wirklich genug Spannung drauf ist. Wenn das geschehen ist, dann mache ich mit Hilfe von Heringen und die Unterseite fest, dass das Ganze nicht so locker ist und alles schön auf Spannung ist. Anschließend werden die Flanken gespannt. Dann kommt eine Isomatte unten drunter und oben der Schlafsack.
Das Lager steht jetzt, so wurde das Ganze gebaut, einfach hier Tarp gespannt, wie eben erwähnt. Dann unten noch eine Isomatte unterm Schlafsack und dann Schlafsack selber. So wird sich ganz entspannt schlafen lassen, hoffentlich. Damit das Ganze nicht hungrig stattfindet, schnappe ich mir jetzt die Angel, fahre nochmal raus und versuche mein Glück. Aber davor zeige ich dir natürlich nochmal kurz den Weg zur Feuerstelle von unserem kleinen Lager. Hier hinter mir das Lager, jetzt gehen wir rüber. Feuerstelle am Start, Alter. Du bist auch hier schon mieser machen. Machst du Holz oder was, Kollege? Essen habe ich gerade gemacht. Nicht für mich, ne? Nee. Traurige Geschichte. So kann das Ganze aussehen. Oh, jetzt schon mal ein bisschen mit fetterem Holz. Wie vorhin schon gesagt, einfach nur dünne Äste und dann immer fetter werden. Wenn ihr das so macht, dann läuft das Ganze. Und während die Ehrenmänner da hinten das ganze Holz zurechtsägen und alles machen, kann ich jetzt gerade raus versuchen, einfach mal einen Fisch zu fangen. Hey, ich hoffe, das wird. So sieht das Kanu aus. Ich habe für die Männer ein bisschen die Flaschen mitgenommen, damit ich die mit Wasser auffüllen kann. Dann habe ich mir hier noch so einen Stocke geschnappt, womit ich den Fisch dann finishen kann. Unnötig, wenn du den nicht direkt auf den Kopf klopfst, wenn er da so liegt und vor sich hin leidet, ist auch scheiße. Dann haben wir hier noch ein bisschen paar Köder. Da ist die Angel. Und jetzt ist das Schwere, erstmal das Kanu da reinzubekommen, weil hier ist so ein bisschen Gestrüpp und sowas, das Ganze. Ah, das sollte ich aber schon schaffen. Ja, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus, Alter. Gleich wird die Angel ins Wasser geworfen und wir schauen mal, was wird. Ich habe vorher auch so komische Spuren auf der Insel gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht war Elch, ne? Da waren dann noch andere Spuren, sieht aus wie so Hundepfote. Vielleicht Fuchs, Wolf glaube ich nicht, weil die Insel ist ja schon ziemlich klein. Ich glaube, da Wölfe irgendwie heimisch sind, wage ich zu bezweifeln. Vor allem bei der Jahreszeit ist es nicht, vielleicht im Winter, aber schauen wir mal, was wird. Ich packe jetzt die Angel aus und dann werden wir sehen. Wir werden leider gar nichts sehen, doch 2 Stunden auf dem Wasser war ich erfolglos mit dem Fischefangen. Zu dem Zeitpunkt waren auch die 24 Stunden schon rum, also bin ich zu meinen Kollegen wieder zurückgepaddelt, habe mich ans Feuer gesetzt und ein bisschen Erdnüsse und Dosenfisch genascht. Da ich dir leider nicht zeigen konnte, wie du einen Fisch aus dem Wasser ziehst, kann ich dir aber zeigen, wie du in der Natur Feuer mit Feuerstahl machst. Genau so hat auch der nächste Tag begonnen. So liegen wir hier. Jetzt gerade 9.12 Uhr. Jetzt erstmal aufstehen, was trinken und ein Feuer machen. Neuer Tag, neuer Kaffee. Aber Kaffee kann nicht ohne Feuer gemacht werden. Deswegen zeige ich euch kurz hier, wie man in der Natur Feuer macht. Dazu sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen Birkenrinde, kleine Äste, Feuerholz. Wichtig ist, dass sie trocken sind. Und dann entzünden wir das Ganze mit einem Feuerstahl. Da eignet sich so eine tote Birke immer. Weil da geht die Rinde immer einfach ab. Nehmt ihr das so und zieht euch ein bisschen was ab hier. Sollte erstmal reichen. Ich habe jetzt ein bisschen Feuerholz gesammelt. Erstmal hier Zunder. Dann haben wir hier ein bisschen dickere Äste und dann die ganz dicken. Die werden dann strukturiert aufeinander aufgebaut. Und diese Rinde, die wird jetzt gleich mit dem Messer so angeschnitzt, dass das so kleine Späne sind, die sich dann leicht entzünden lassen. Wenn so, hier ist jetzt diese Birkenrinde und das wird jetzt entzündet mit dem Feuerstahl, Junge. Mal schauen, ob es funktioniert hier. So, versuchen wir jetzt unser Glück hier. So, wir haben es geschafft. Fuck you, Alter. Wir haben es geschafft, Alter. Feuer, Junge. Geil. Das nächste ist drauf. Ganz Feuer kaputt. Das ist immer so klassisches Pyramidenfeuer machen. Ja, das ist mein Grundinstinkt. Ja, das merke ich die ganze Zeit. Das nächste Stück immer so wie so Pyramide. Da muss man nicht unbedingt. Und was sagst du? Einfach drauf feuern. Das Feuer brennt, jetzt wird das Kälbchen vorbereitet und dann wird das hier genossen. Messe? Mhm. Kälbchen ist jetzt gekocht. Einfach beste Leben, Junge. So Leute, das war's mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr so Autosachen sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt stabil.